U10 kennt alle Herausforderungen rund um den Boden und entwickelt immer die passenden Lösungen. Quadratmeter für Quadratmeter. Mit U10 wird der Bodenleger zum Herrscher seines Territoriums. Denn wer sich U10 auf die Fahne schreibt, dem gehört der Boden. U10 und der Boden gehört dir. Wie lassen sich schnell große Unebenheiten mit extrem niedrigem Flächengewicht ausgleichen? Mit dem U10 Turboleitsystem. Vorbereiteten Untergrund mit U10 PE 360 Plus mit Hilfe der U10 Nylon Plüschrolle grundieren. Alternativ kann auch auf einer Trennlage verlegt werden. Dann beträgt die Mindestdicke von U10 NC 194 Turbo 3 cm. Geeignete, mindestens 8 mm dicke Randdämmstreifen an allen aufgehenden Bauteilen wie Wänden, Stützen, Rohren, Podesten, Türzargen usw. so aufstellen. Anmischen von U10 NC 194 Turbo in der Estrichpumpe. Den Inhalt von 2 Säcken U10 NC 194 Turbo in den Mischer schütten. Danach die benötigte Wassermenge, ca. 20 Liter, zugeben und 2 Minuten lang mischen. Anschließend an den Arbeitsort pumpen und zügig verarbeiten. U10 NC 194 Turbo kann auch im Mischeimer oder Freifallmischer angemischt werden. Den angemischten und ausgebrachten Mörtel mit einem Estrichschwert in der gewünschten Schichtdicke ausbringen und mit einer Richtplatte planeben abziehen. Durch Glätten mit dem Glättschwert oder Kelle wird die Oberfläche leicht verdichtet. Bei unebenem Untergrund ist ein Auszug auf Granulatstärke, ca. 5 mm, problemlos möglich. Nach einer Wartezeit von mindestens 24 Stunden Renovierfließ U10 RR201 auf der erhärteten Oberfläche von U10 NC 194 Turbo ausrollen und mit einer Schere zuschneiden. Bahnen vollflächig mit mindestens 2 cm Überlappung lose auflegen. Dünn Estrich U10 NC 195 mit klarem, kaltem Wasser anmischen und in der vorgegebenen Menge auftragen. Dünn Estrich nicht abstacheln. Im Bereich von Türzargen sind Scheinfugen im Dünnestrich anzulegen. Diese können mit U10 NC 182 geschlossen werden. Nachdem der Dünnestrich seine Belegreife erreicht hat, können textile und elastische Bodenbelege sowie Parkett nach den üblichen Methoden verlegt werden.